Viel Spaß. Servus, Hölwart. Servus, Alex. Jetzt haben wir die Leute neugierig gemacht, gell? Jetzt sind wir in den alten Räumlichkeiten und ja, wir haben versprochen, ein neues Studio und so. Du musst ein bisschen näher ans neue Mikro, sonst hört man dich. Wie üblich nicht, aber dem ist zu entgegnen, dass du hier tief in die Trickkiste gegriffen hast und wir nicht nur professionellere, jetzt spricht der Höllwart, ja, Mikrofone haben, sondern auch hinsichtlich der Technik und Zaubertricks massiv aufgerüstet haben. Genau. Wir haben total, jetzt sieht man nämlich, was hinter uns steckt und wer hinter uns steht, gell? Genau. Ja. Hinter dem Kopf des Alexander bin ich und hinter dem Kopf von mir oder in dem Kopf ist er. Ja, ja, so habe ich das gar nicht gesehen. Das ist richtig philosophisch. Richtig. Ja. Jetzt räumen wir mal auf, oder? Räumen wir mal auf, oder? So. Yeah! Willkommen im 23. Jahrhundert, nein, im 2023. Liebe Leute, das ORF-Projekt ist im Laufen. Das ORF-Projekt ist in den Startlöchern. Die Rakete vom Elon Musk ist nichts Elon dagegen. Musk. Der Elon Musk mit X, Y, ja. Richtig. Ja. Ja, Triebwerke werden gezündet. Richtig, jetzt geht's los. Und wir haben uns natürlich gedacht, dass wir, wenn wir schon ein ORF-Projekt machen und es schon Gerüchte gibt, dass wir mit dem ORF zusammenarbeiten, was auch sehr lustig ist, ja, dass du umdrehen musst ihn. Ja, also das ist ja. müssen wir ausrüsten. Jetzt haben wir uns so eine Green Wall besorgt. Da können wir alles draufspielen, was wir draufspielen werden in Zukunft. Und ja, es ist. Die Karte kann dann verschwinden. Weg ist sie. Weg. Aber die Hand verschwindet auch. Also, was machen wir am 9.10.2023? Am 9.10.2023 werden wir unser Projekt zur ORF-Abgabe veröffentlichen und der Allgemeinheit mitteilen. Dazu sind wir wo eingeladen? Naja, ich habe gehört, im Studio bei Ö24, beim genau. Fellner, richtig? Ja? Genau. Wir werden mit dem Fellner unser Projekt vorstellen. Wer jeder, der will, kann sich das dann ansehen. Auch die, die nicht wollen, bitte ansehen. Ja, und ich sage euch, das wird eine demokratische Bewegung werden. Ja. Also es ist schon so, ich meine, wir leben in einer Demokratie und man sollte in einer Demokratie auch das Volk zum Wort kommen lassen. Und wir haben die Absicht, das zu tun, weil beim ORF ist es ja so, ab nächstem Jahr werden die Leute 180 Euro pro Jahr bezahlen müssen für den ORF. Das ist mehr, als man für einen Netflix-Account zahlt. Ja, und auch bei Netflix-Account muss ich zum Beispiel nicht den Betrag jährlich zahlen, dass er mit Abbuche erfolgt, sondern stimmt. Ich kann es auch monatlich zahlen. Und das ist natürlich auch etwas. Und wir verdanken das Ganze unserem tollen Verfassungsgerichtshof, der nämlich damals eine Entscheidung getroffen hat über die Frage, ob es denn mit der Verfassung vereinbar, ob das ORF-Gesetz mit der Verfassung vereinbar ist, wenn man hier Online-Stream gratis anbietet und normales Fernschauen nicht. Die logische Konsequenz wäre ja normalerweise gewesen, dass man sagt, naja, gut, dann gibt es halt keinen Online-Stream mehr für den ORF oder beziehungsweise nur bezahlten Online-Stream. Die Leute, die GIS zahlen, können halt online streamen, die Leute, die nicht zahlen, nicht. Nein, aber der Verfassungsgerichtshof, und da gibt es auch einen Beschluss, hat ausgesagt, dass nicht nur die aktiv ORF in Anspruch nehmen zu zahlen haben, sondern auch die passiv ORF in Anspruch nehmen. Also selbst wenn ich an einem Geschäft vorbeigehe. Passiv ORF ja? In Anspruch nehmen, finde ich super. Wenn ich an einem Geschäft vorbeigehe, das ein ORF-Programm sendet, ist das ausreichend, um die Abgabe letztlich zu legitimieren. Also ich glaube ja sogar, dass Sie gesagt haben, grundsätzlich jeder Österreicher, der einen Haushalt hat, muss das zahlen. Und das ist natürlich schon ziemlich, eine ziemlich arge Einstellung. Vor allem, weil es anders auch gehen würde. Auch die Unternehmer. Und auch die Unternehmer. Und dann gibt aber es nicht alle. Und dann gibt es auch noch eine lustige Sache, die war, glaube ich, jetzt in der Corona-Zeitung, ich habe es noch nicht verifiziert, aber offenbar müssen die Leute, die noch nicht GIS angemeldet sind, sich jetzt freiwillig melden mit dem Haushalt, also anmelden, dann kriegen sie eine Vorschreibung, wenn sie es nicht tun, kriegen sie einen Bescheid. Ich meine, ich würde jedermann empfehlen, einen Bescheid zu kriegen. Und die Leute, die GIS bereits bezahlen, werden automatisch als quasi den Kunden als Schuldner. Genommen.
Das heißt, es zahlt sich möglicherweise aus, vor Weihnachten oder vor Silvester nochmal die GIS abzumelden, weil es gilt ja dann nur mehr ein Haushalt und es kann ja durchaus sein, dass Leute zu viel GIS gezahlt haben und das sind so Dinge, über die wir reden wollen. Abgesehen von unserem Superprojekt. Ja. Ja. Unser Superprojekt. Unser Superprojekt sieht vor, der Alexander hat das eh schon gesagt, dass wir bestrebt sind, dass alle darauf Einfluss nehmen können, was mit der Haushaltsabgabe passiert oder wie es passiert. Und ob sie passiert. Ob sie passiert. Und das werden wir eben am Montag veröffentlichen. Präsentieren, ja. Und am Nachmittag im Übrigen auch oder am Abend im Übrigen auch auf Servus TV. Ah, das ist toll. Das ist mein Glauben auch bei Servus TV. Ja. Also wichtig ist, glaube ich, dass man das Volker mal wirklich fragen sollte, ob es überhaupt den ORF braucht und ob es es haben will. Ob ein Bedarf besteht. Eine Bedarfsprüfung. Und ich meine, in Zeiten wie diesen, wo wir die Sora-Institutsgeschichte hören, die ja schon sehr speziell ist, ja, und die Interventionen wahrscheinlich im Jahr 2024, wo es ja zwei Wahlen gibt, also zwei große Wahlen, nämlich Europawahl und die Nationalratswahl, ja nicht weniger werden im Staatsfunk, sollte man vielleicht rechtzeitig darüber überdenken, ob man das Konzept, das derzeit verkauft wird, nämlich jeder in Österreich muss für den ORF zahlen mit einer Haushaltsabgabe, ob denn das überhaupt nicht nur, ob es zeitgemäß ist, sondern ob das auch adäquat ist. Weil wir dürfen nicht vergessen, ein Satz, den der Höllwart sehr gern sagt, wir dürfen nicht vergessen, dass der ORF auch Werbeeinnahmen hat. Ja? Und das heißt, diese Zweischneidigkeit, einerseits nimmt er Werbeeinnahmen weg, da regen sich die privaten Zeitungsverleger etc. auf, weil sie natürlich dann weniger Werbeeinnahmen haben. Und andererseits staatlich subventioniert wird, das ist natürlich ein Konzept, das überdacht werden muss. Genau, und es ist ja auch noch etwas, der ORF hat zwar jetzt die Nischenprogramme auf Sport Plus, Radiosinfonieorchester, momentan einmal nicht abgeschafft. Aber ich bin mir da nicht sicher, wenn der ORF seine Schäfchen mit der Haushaltsabgabe im Trockenen hat, ob er da nicht sagt, naja, das interessiert uns nicht mehr. Da werden wir das ORF Sport Plus, ORF 3 und Radiosinfonieorchester, der ist ein ganz wichtiger kultureller eine Bereicherung ist, dass er das noch aufrechterhält. Und um dem ORF sozusagen hier kann ich die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken, ob ich Programme, die eigentlich wirklich wertvoll sind, einstelle. Machen wir etwas dagegen? Ja, vor allem, weil ja die große Frage ist, was ist die Aufgabe des ORF? Was braucht der ORF? Wozu brauchen wir den ORF? Und es gibt viele Leute, die sagen, wir brauchen ihn gar nicht. Und das ist zum Teil nachvollziehbar. Sieht man sich in den Hauptzeiten das Fernsehprogramm an, man muss gar nicht nachschauen, weil ich habe schon längere Zeit nicht mehr nachgesehen. Aber erst der Einser und der Zweier, das sind schon Programme, die sind austauschbar. Also das ist von ATV, Puls 7, wie sie eben alle heißen mögen, die bieten dasselbe an und möglicherweise sogar dieselben Serien. Ich selber, muss ich ja gleich bekennen, war ja eine Zeit lang Publikumsrat im ORF und eine Zeit lang Stiftungsrat im ORF, also quasi Aufsichtsratsgremium. Und da gab es Leute, die wahnsinnig froh waren, dass gewisse amerikanische Fernsehserien doch wirklich noch weiter gezeigt werden. Und da gab es auch tatsächlich interne Gespräche, ob es denn das wirklich noch, ob der Charlie Sheen noch brav gezeigt wird. Ob das die Hauptaufgabe des ORF ist, weiß ich nicht. Jedenfalls haben wir neben diesem Projekt, das laufen wird in den nächsten Monaten, und wir uns auch damit beschäftigen werden, wie man sich, wie ihr euch wehren könnt gegen allfällige Bescheide, weil das ist ja dann, was droht, wenn ich die Abgabe nicht bezahlen werde, dann bekomme ich eine Strafe oder bekomme ich einen Bescheid, gegen den ich kämpfen kann. Wobei das ja auch noch nicht sicher ist, wie hoch das Ganze sein wird, weil es ist auch noch nicht sicher, wer das alles bestimmt und all diese Dinge sind unklar. Wir werden euch jedenfalls da beraten, aber wir werden euch auch Geschichten über den ORF erzählen, das heißt, wie ist er aufgebaut, was ist der ORF überhaupt, was, Künigelberg, die neuen Landesstudios, wer sind die handelnden Personen, was machen die? Das werden so in kleinen, kurzen Statements, und das werden wirklich kurze Statements, immer zu den einzelnen Themenkreisen sein, werden wir euch einmal erklären, damit ihr als Eigentümer, weil wir sind ja jetzt Eigentümer, wenn wir zahlen, sind wir Eigentümer, auch wissen müsst, ob ihr dann auch dann eine persönliche Meinung habt. Ja, weil es ja durchaus auch... Ob ihr es wollt. Ist ja auch durchaus interessant zu wissen, wie so ein Konstrukt ORF
entsteht oder entstanden ist, wohin es sich entwickelt hat. Das sind ja auch einige gute Dinge, die man dem ORF anlasten kann, sozusagen. Und auch über diese guten, positiven Dinge kann man sprechen, wobei das ja sehr kurz sein wird wahrscheinlich. Das finde ich, ja, ich finde das super. Man hat auch anlasten. Gute Dinge, man kann anlasten. Gute Dinge anlasten. Also, ich weiß. Wenn, es ist natürlich, aber so, das ist fast schon Neusprech des ORF, ja, gute Dinge anlasten. Ja, das ist ja. Und ja. Gendern werde ich nicht, das sage ich gleich. Gendern, ich kann es nicht. Ich kann es in der Sprache nicht. Es tut mir leid. Also wir werden auch Shitstorms bekommen. Weil manchen Leuten, das haben wir gelernt aus der Vergangenheit, manchen Leuten sind wir zu viel, zu wenig radikal. Ja. Manchen Leuten sind wir zu radikal. Aber wenn beide Seiten dich ausgemessen hassen, bist du auf der richtigen Seite. Ja. In diesem Sinne, es wird lustig, nächste Woche geht's los. Wir werden euch nicht in Ruhe lassen. Wenn ihr wollt, dann könnt ihr viel von uns in den nächsten Wochen, Monaten sehen, hören. Da könnt ihr es abonnieren. Also es gibt also ein Zeichen, und im Anschluss an das Video gibt es dann das Abo-Zeichen auch noch. Ihr könnt es dir abonnieren. Sowohl dem Höllwart seinen Kanal, als auch meinen Kanal. Ihr werdet jetzt da regelmäßig versorgt werden. Und in dem Sinne ist... Genau, Montag 12 Uhr, OE24. Ist es live? Es sollte live sein. Ja, live ist das, da wäre ich ganz nervös. Genau, und am... Das glaubt ja keiner. Und am Montag, ich glaube, es wird in den Nachrichten sein, um 18 Uhr oder um 19.20 Uhr auf Servus TV. Okay, also be prepared, und wenn Sie uns nicht zu lang zu Wort kommen lassen, dann machen wir einen kleinen Vlog auch noch. Genau. Ja. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Schönes Wochenende.